Hallo, ich bin der Tobias. Ich bin Tanissa und wir sind beide Konstrukteure bei der HAWAS Lighting Solutions. Heute geben wir euch einen kleinen Einblick in die HAWA. Kommt doch mit! Als Konstrukteur muss man Produkte entwickeln und konstruieren. Das geht von der Handskizze bis nach ins CAD. Anschliessend tut man noch Zeichnungen erstellen und nachher kann man seine Prototypen im Testraum aufbauen und selber testen. Zum Schluss wird noch alles sauber dokumentiert. Um den Beruf Konstrukteur zu erlernen, solltest du ein gutes Vorstellungsvermögen haben, gut in Mathe, Physik und Geometrie sein, teamfähig sein. Man sollte auch viel Ausdauer haben, weil man manchmal mehrere Monate am gleichen Projekt arbeiten muss. Am Beruf Konstrukteur gefällt mir das genaue und saubere Arbeiten und das Arbeiten mit dem CAD, wenn man sehr kreativ sein kann. Mir gefällt HAWA besonders, dass sie sehr familiär ist. Die HAWA bietet auch eine sehr gute Ausbildung für die Lehrlinge. Ich mag auch, dass man sehr frei ist mit dem Angehen der Aufgabenstellung und der Lösungssuche. So, jetzt haben wir einen kleinen Einblick im Beruf Konstrukteur bei uns bekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich.